Hallo und herzlich willkommen auf diesem kurzen Video. Heute konnte ich für euch den Pascal Fey gewinnen, Inhaber von mehreren Geschäften, Gesellschafter von mehreren Geschäften, unter anderem Mehrgeschäft, die beschäftigen sich speziell mit Marketing. Pascal ist ein echter, ja, wie soll ich sagen, aus den Ursprüngen des E-Commerce stammender Unternehmer. Und ich wollte ihn heute gewinnen dafür, wie kann man denn zum Beispiel Leads im Internet gewinnen, wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, ich habe nicht genügend Objekte, die ich angeboten bekomme, ich möchte aber Immobilien kaufen. Ich bin aber ein bisschen affin im Internet, ich bin technisch einigermaßen versiert und ich möchte mir eine kleine Leadmaschine aufbauen, um zum Beispiel an Objekte ranzukommen. Pascal, einfach mal ein bisschen was raushauen. Ein bisschen brainstormen. Okay, also wenn du Leads haben möchtest, musst du erst einmal verstehen, Leads sind ja Kontaktdaten. Eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und so weiter und so fort. Du musst erst mal verstehen, niemand will seine Daten hergeben im Internet. Das Internet ist so beliebt, weil es anonym ist, uns Informationen gibt, uns unterhält. Und die Daten einzutragen ist wie so ein Dolch ins Herz. So, was passiert denn dann? Werde ich angerufen? Abo-Falle, Internet? Habe ich irgendwas gekauft? Und so weiter. Also genau. Hat keiner Bock drauf. Will keiner. Jetzt muss man sich vorstellen, wie kriegt man es denn doch hin? Naja, wenn man sich überlegt, wofür wird das Internet genutzt? Zur Suche von Informationen. Jemand, der ein Haus verkaufen möchte, ist jetzt vielleicht ja nicht zwingend Profi da drin, sondern hat was geerbt oder was weiß ich was, eine Scheidung steht an, egal. Ist jetzt nicht unbedingt versiert in dem Thema, begibt sich also auf die Suche nach Informationen. Also würde ich als Tipp 1 schon mal sagen, wenn du Leads von Menschen haben möchtest, die ein Haus verkaufen möchten in deiner Region oder wo auch immer, dann brauchst du mal irgendwie ein Stückchen Webseite, also eine Webseite, auf der du dich als Experte positionierst für das Thema. Und positionierst du dich als Experte? Das Beste ist Content. Liefere also Content, der für deine Zielgruppe nützlich ist. Mhm. Was ist für jemanden, der sein Haus verkaufen möchte, nützlicher Content? Auch da wieder, versetze dich in die Zielgruppe. Was für Herausforderungen hat jemand, der sein Haus verkaufen möchte? Was für Fragen, vor was vor Problemen steht der vielleicht? Hat der weiß überhaupt nicht, wie man ein Exposé erstellt vielleicht. Ich bin kein Immobilienprofi, ne? Aber der hat vielleicht ein Fragezeichen, weil er sagt, Mensch, jetzt haben wir hier irgendwie von Oma Hilde, haben wir dieses Vierfamilienhaus geerbt, da sind mal Mieter drin. Kann ich das überhaupt verkaufen? Was passiert denn dann? Steigen mir die Mieter aufs Dach? Werde ich verklagt? Was weiß ich was? Was kommt für... Also zum Beispiel Steuern, Immobilie geerbt, Steuerimmobilien verkaufen. Sowas zum Beispiel. Also versetz dich in den Kopf des potenziellen Kunden, was könnte der für Fragen haben. Schreibe die auf, priorisiere sie und schreibe dann zu diesen Themen Beiträge, Content. Produziere Content, den du auch auf dieser Webseite veröffentlichst. Mhm. So dass, wenn jemand auf diese Webseite draufkommt, diese Person eines merkt, nämlich, dass du Expertin oder Experte bist. Sprich also sagt, wow, die kennt sich aber aus. Wow, der kennt sich aber aus. Und wenn das passiert im Kopf, dann passiert etwas, was sehr nötig dafür ist, dass du an Adressdaten kommst, nämlich Vertrauen steigt. Mhm. Und da musst du verstehen, Menschen sind bereit, ihre Kontaktdaten einzutragen, wenn der Nutzen groß genug ist. Und ich sage immer allen, die auf der Jagd nach Leads sind, du musst es wie ein Tauschgeschäft verstehen. Und der Tausch lautet Daten gegen Geschenk. Im Prinzip ist es ein Verkaufsprozess. Mhm. Und beim Verkauf gibt es immer einen Preis, der gezahlt wird. Der Preis ist Aufgabe der Anonymität. Das ist ein Preis. Der hat was zu tun mit Angst, Sorge, Unsicherheit. Was passiert, wenn ich da meine E-Mail-Adresse eintrage? Gibt ja auch Medien, die dazu beitragen, dass das Internet nicht unbedingt beliebt ist, wie Akte auf Sat.1 oder sowas. Ne? Ja, die berichten ja immer über Warum sie auf keinen Fall Ja am Internet, am Telefon sagen sollten. Ne? Solche Sachen. Ne? Also es wird ja Angst geschürt. Das Internet ist zwar, es wird immer mehr, schaltet auch keiner mehr ab, aber die Leute haben trotzdem noch Unsicherheit im Umgang. So, und dann musst du wissen, das ist der gefühlte Preis. Aufgabe der Anonymität, also im Verkauf ist immer Preis gegen Nutzen, also musst du den Nutzen größer machen als den gefühlten Preis. Und was ist der Nutzen, wenn du auf deiner Webseite schon guten Content ganz anbietest? Ganz wichtig, den Nutzen größer als den gefühlten Preis, wollte ich mal kurz nochmal wiederholen. Ja, Nutzen größer als den gefühlten Preis. Und wenn du auf deiner Webseite jetzt schon Content anbietest zu diesen Themen, wo du sagst, Mensch, da interessiert sich die Zielgruppe, die ein Haus verkaufen wollen, für, dann gibt es das Stichwort der Wissensdosierung. Ich mache das immer so, auf den Webseiten ist die Wissensdosierung zwar schon gut, aber ich habe noch viel mehr in der Hinterhand, was ich geben könnte. Und das biete ich auf meinen Webseiten zum Beispiel in Form von einer Checkliste, einem kurzen E-Book an. Also ein Stückchen Content, was die Leute auch noch bekommen von mir, aber im Tausch gegen die E-Mail-Adresse.
Wie wäre also zum Beispiel eine Checkliste oder ein Kurz-E-Book, die 7 besten Tipps, die Sie beachten müssen, um ein perfektes Exposé für Ihre Immobilie zu erstellen? Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie besonders attraktiv ist, aber könnte ja sein, wenn ich meine Immobilie verkaufen möchte, dass ich sage, ach ja klar, Exposé irgendwie muss ich auch machen. Hier kriege ich die 7 besten Tipps, einfach kurz E-Mail-Adresse eintragen. Das heißt also, biete etwas an im Tausch gegen die E-Mail-Adresse, positioniere dich als Experte und bau Reziprozität auf. Also so dieses Reziprozität, du bist der Meister des Übersetzens. Wechselseitigkeit, also das ja, also bedeutet einfach, dass du jemandem Gefallen tust und dadurch eine Verpflichtung auftritt. Genau, und dein Gefallen ist einfach, du lieferst ganz viel Content, dadurch ist der Leser dankbar und dadurch ist er auch eher bereit zu sagen, ach so, ja gut, also diese Checkliste mit den 7 besten Tipps zur perfekten Erstellung eines Exposés, das vertrage ich mir jetzt auch noch ein. Und damit sind die Leute dann bereiter, ihre Daten einzutragen. So würde ich Leads für Immobilien generieren. Gerne natürlich auch noch mit einem regionalen Bezug. Und wenn wir über Lead-Generierung online sprechen, dann gibt es eigentlich 2 Disziplinen. Reichweite und Conversion. Reichweite bedeutet, wie viele Menschen kriegst du überhaupt auf deine Webseite drauf? Und wie geht denn das eigentlich? Regional gibt es ja mehrere Dinge. Du kannst bezahlte Werbung buchen bei Google, bei Facebook. Du kannst aber auch unbezahlt versuchen, Besucher auf deine Seite zu bekommen, wenn du regional, sagen wir mal jetzt, keine Ahnung was, Immobilienexpertenportal-neues.de als Webseite aufbaust und da diesen guten Content lieferst, einfach deine Webseite. Und durch den guten Content wirst du dann schon, dauert ein bisschen, aber vielleicht auch brauchbare Positionierung bei Google bekommen. Dann kommen die Leute schon automatisch auf dich. Vielleicht kannst du aber auch kooperieren mit, weiß ich jetzt, bist du Experte, aber Insolvenzverwaltern, dass die dir einen Backlink geben oder sowas auf deine Seite, einfach ein Netzwerk aufbauen, die deine Seite wiederum empfehlen. Also ich muss hier was dazu sagen. Ich war vorhin gerade mit Pascal essen und ich habe ihn breit geschlagen, dass wir zusammen einen kleinen Bonuskurs erstellen. Ich packe mein Immobilien-Know-how rein, also sprich, worauf fahren die Verkäufer ab und so weiter, und er baut ein paar Musterverkaufsseiten, ein paar Muster-Ads, und die werde ich demnächst so als Bonuskurs rausgeben, weil das ist nämlich, glaube ich, eine ganz coole Sache, sodass ihr auch mal seht, wie geht das. So, also jetzt hast du zum Beispiel gesagt, Webseite und so weiter und so weiter. Jetzt der eine oder andere, der mit Internet noch nicht so viel zu tun hatte, wie ich vor 4 Jahren, ja, so, da wäre bei mir gleich, ja toll, Webseite, aber ich kann doch nicht programmieren. Mhm. So, du nutzt ja verschiedene Tools und dann nutzt du ClickFunnels, also das werden wir hier unten auch mal verlinken. ClickFunnels ist etwas, wo du in Windeseile einfach eine Landeseite, eine Seite erstellen kannst. Du kannst auch relativ leicht die E-Mail-Adresse, also das ist die E-Mail-Adresse bekommen, kannst auch automatisiert E-Mails schicken, kannst auch die Conversion, also Thema Conversion ist Umwandlung, also von 100 Besuchern, wenn 30 ihre E-Mail-Adresse abgeben, wäre die Conversion 30%, die Umwandlungsrate. Genau. So, und das sind also verschiedene Tools, du nutzt aber noch andere. Also um eine Webseite zu bauen, ist das beste WordPress zum Beispiel, das ist eine Gratis-Software, da gibt es Zusatzmodule wie zum Beispiel OptimizePress oder Thrive, das sind Webseiten-Baukästen. Ja, heißt, aber also, Nachteil davon, dafür brauchst du eine eigene URL, das Ding musst du installieren und so weiter und so weiter. Ja, und diese Fertigdinger, die Leute, die sich sowas anschauen, die müssen wirklich erst den leichten Einstieg haben, weil ich erinnere mich noch dran, wie das damals war, und WordPress installieren ist schon die große Schule, jetzt für uns nicht mehr, aber ist die große Schule. Also der Vorteil ist, es gibt Leadpages und es gibt ClickFunnels und dann gibt es noch Funnel Cockpit. Genau. Und über diese drei Dinge, da musst du nichts einrichten, sondern die sind gehostet. Das heißt also, du musst einfach Seite erstellen, fertig. Deswegen würde ich dir empfehlen, fang erstmal mit sowas an. Das ist einfach so. Und wenn du schon Erfahrung hast, dann beziehungsweise technikaffin bist, dann auf jeden Fall auf WordPress-Basis mit Plugins. Plugins sind so eine Art Zusatzprogramme, die speziell für Verkaufsseiten da sind. Ja, genau. Ja, damit kann man starten. Also keine Angst vor der Technik haben. Das ist vielleicht so die wichtigste Aussage. Das muss man heute wirklich nicht mehr haben. Das war vor 15, 16 Jahren, da gab es das alles nicht. Da musste man echt programmieren. Ist heute wirklich einfach. Ja, vor 15, 16 Jahren habe ich auch mal reingeschaut, habe dann gesehen, du lieber Gott, und du hast es wieder verlassen. Wieder gelassen. Genau. Noch eine Frage. Jetzt hast du zum Beispiel so Content irgendwelche Freebies, also Sachen, die du anbietest, um die E-Mail-Adresse zu kriegen. Jetzt ist es natürlich in der Praxis so, dass viele Leute, ich sag mal, erstmal 3 Monate an so ein Freebie hinschreiben, um dann festzustellen, es will keiner. Ja, ja. Jetzt hast du ja da eine besondere Technik, wie du das üblicherweise machst, um dir das zu ersparen beispielsweise.
Ja, das ist eine Technik, die ist ein bisschen unorthodox. Das ist die, ich nenne die einfach Wild Wild West Methode. Denn Wild Wild West, der Wilde Westen, stand ja für Saloons. Und Saloon hat immer eine schöne Front und hintenrum ist dann eine totale Bretterbude. Und was Ähnliches mache ich immer, wenn ich Lead Magnets teste, also Gratisgeschenke. Ich gucke immer erst, gibt es Menschen, die sich dafür eintragen. Und erst wenn ich das merke, dann produziere ich es. Weil, ist vielleicht schlau, nicht vorher die Arbeit machen. Also kann man über eine der gerade von Alex genannten Software oder Seiten, kann man eine Seite ins Leben rufen und da denkst du dir erst einmal nur aus einen Titel, zum Beispiel die sieben besten oder die sieben wichtigsten Geheimnisse, um ein perfektes Immobilienexposé zu schreiben. Ohne das Ding zu bauen, stellst du es einfach mal als Grafik, so ein bisschen visualisiert, als Checkliste. Genau, wenn du das als Grafik nicht weißt, wie das geht, dann fiverr.com, fiverr.com. Genau. Dann gibst du einen 3D-Booklet oder 3D-Cover und da kannst du für $5 dir so ein Ding designen lassen, sofern du die Angaben dazu machst oder für $15. Zum Beispiel, das geht relativ leicht. Es gibt auch eine Software, BoxShot heißt die, ist auch super einfach. Na, aber du brauchst eine Visualisierung, das Auge downloadet mit, es muss attraktiv aussehen. Und es geht aber nur darum, dass du diese Visualisierung dir bauen lässt, zum Beispiel über Fiverr oder BoxShot. Kostet 20 €, wenn du das über Fiverr machst, oder 5 oder wie viel auch immer. Und dann schreibst du den Titel daneben, die sieben wichtigsten Geheimnisse, die sie kennen müssen, um perfekte Immobilienexposés zu erstellen. Jetzt eintragen, Formularfeld drunter, das kann man mit ClickFunnels zum Beispiel machen. Und dann siehst du mal, wenn du Menschen auf die Seite lenkst, zum Beispiel mit Google AdWords. Oder zum Beispiel mit Facebook. Zum Beispiel mit Facebook. Wie viel Prozent tragen sich ein? Und wenn du feststellst, oh Mensch, das sind irgendwie, ist kaum einer, also von 100 hat irgendwie sich noch keiner eingetragen, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht besonders gut funktioniert. Also finde heraus, welcher Wurm dem Fisch schmeckt, sage ich immer. Und dann hol dir diese Würmer. Und, schön mit dem Stab in der Erde nuddeln, damit die rauskommen, weil sie denken, es regnet. So hat er nämlich sein erstes Geld verdient mit Würmerfangen für die Engler am Campingplatz. So geht's. Und wenn du das ein bisschen professionalisiert oder machen möchtest, ich mache das mal so, ich schicke direkt 3 Versionen live, also 3 kleine Webseiten mit 3 verschiedenen Gratis-Geschenken, Gratis-Checklisten, Gratis-E-Books, jage Traffic drauf, Facebook, Google AdWords und so weiter und gucke, welche performt am besten, wo tragen sich die meisten Leute ein. Sozusagen, welcher Wurm schmeckt welchen oder schmeckt den Fischen am besten. Und das, was am besten performt, das produziere ich dann. Vielleicht ein paar Richtwerte. Bei Google AdWords solltest du versuchen, dass so 5% plus der Webseitenbesucher sich eintragen. Das ist ein guter Wert. Und bei Facebook gerne 20% plus. Einfach nur mal so als Orientierung, damit du es gehört hast. Sehr gut. Jetzt haust du ja auf deinem YouTube-Kanal, der Mehr Geschäft heißt, haust du ja dieses ganze Wissen in so kleine Häppchen, so ähnlich wie ich, frei raus. Was für Themen sollten sich die Leute denn auf deinem Kanal anschauen, speziell wenn es um Lead-Generierung, ich sag mal zur Akquise von Immobilien geht zum Beispiel? Ich habe meinen Kanal unterteilt in verschiedene Playlists und diese Playlists sind in die Disziplinen des Online-Marketings unterteilt. Das ist Conversion, das ist E-Mail-Marketing, das ist Texte schreiben, weil auf einer Webseite geht es nur mal um Texte oder Videomarketing oder auch das Technische. Also zu all diesen Disziplinen findest du bei uns wahrscheinlich sehr brauchbaren Content. Okay. So, jetzt hast du ja sehr viel auf deinem YouTube-Kanal. So, jetzt ist unser Kollege ja kein Online-Spezialist und möchte einfach mehr Immobilien generieren. Wir werden in dem Bonuskurs auch Vorlagen machen. Das heißt also, du wirst das Problem dann nicht mehr haben, aber wenn du es nicht erwarten kannst, das wird noch ein bisschen dauern, dann was wären denn so die Hauptsachen? Habt ihr so Überblicksvideos speziell für Lead-Generierung oder gibt's da irgendwas, worauf er schauen soll? Ja, unbedingt. Also guck auch mal in den Titel der Videos. Da schreiben wir dann auch schon Lead-Generierung, Doppelpunkt, die besten Tipps. Überschriften. Wie gestaltest du solche sogenannten Landeseiten, Landingpages? Genau, Verkaufswebseiten genau und so weiter. Das. Also das ist sehr übersichtlich, wie ich finde. Wie viel hast du da jetzt aktuell drauf? Videos? Oh, weiß ich nicht. 400, 500? Okay, also viel Spaß beim Suchen. Ja. Ich denke, euch hat das Video ein Stück weitergebracht. Wie gesagt, für die Leute, die mehr wissen wollen, auf Pascals Kanal gehen, den findet ihr in YouTube unter Mehr Geschäft. Ganz normal, Mehr Geschäft. Mehr Geschäft. Beziehungsweise die Leute, die sagen, oh, ich habe Interesse an diesem Bonuskurs, dann einfach auf meiner Webseite alex-fischer-düsseldorf.de. Dort werde ich das zu gegebener Zeit, wenn wir damit fertig sind, veröffentlichen. Deswegen solltest du bei mir eingetragen sein, weil dann verpasst du auch nichts. Ne? Weil dieses Ding werden wir natürlich auch limitiert rausgeben, weil wenn es jeder so macht, dann bleibt ja für uns nichts mehr übrig. Und deswegen wird es natürlich limitiert sein. Pascal, vielen Dank, dass du da warst. Und danke. Euch viel Spaß. Bis demnächst. Euer Alex Fischer. Ciao, ciao. Ciao.